Leute, das hatte ich beinahe komplett vergessen hier. Ich setze es ja auch jetzt direkt an Anfang. 13 Uhr, Paulus Tor, Fulda. Und zwar Gentleman Ride. Ne? Kennt ihr ja, habe ich auch schon mitgemacht. Ich kann aber am Sonntag nicht hinkommen. Ich habe nämlich am Sonntag eine Tour. Ne? Das haben wir in Blende. Hier, lest es halt. Wie gesagt, in Fulda. Beim Paulustor, das ist da, wo der Dom ist, also ganz einfach zu finden. Und da, wie gesagt, da war ich schon mal mitgefahren. Das ist recht cool. Das sind coole Bikes, coole Leute. Es macht richtig Spaß dort. Schade, dass ich nicht dabei sein kann. Das riecht mich wirklich auf. Also Paulustor Fulda. Alles klar? Gut. Leute, Vorwort, was soll ich sagen? Guckt euch den Blödsinn an. Es waren auch wieder kritische Worte dabei, ne? Weil da sind nämlich ja ne, so ein paar. Aber das habe ich ein bisschen zurechtgeschnitten, weil ich habe es original anders gesagt. Ich wollte dann doch nicht so hart sein. Also, es geht wieder eine Stunde. Macht's gut. Soll ja regnen, hat einer gesagt, irgendwie die Woche da. Aber scheißegal, macht's gut. Das weiß ich, sag macht's gut. Er guckt halt erst mal, bevor er mal's gut sagt. So, guten Morgen. Heute läuft ein anderer Film, ne? Ja, ja. Heute lernt ihr mich von einer ganz anderen Sorte kennen. Ah, jo. Ne? Das erste Mal, ihr habt gestern Abend Röhnräuber-Schnaps getrunken. Jo. Habt ihr den vertragen? Jo. Du nicht? Dann wirst du jetzt am meisten leiden müssen. Ja. Den jahre ich jetzt gleich erstmal den ersten Hang hoch, damit es ihm schwindelig wird. Wunderbar. Gut. Okay. Ihr seid ganz schön steif. Alter Schwede. Der hat immer die Verkehrszeit, wo er aufsteigt und absteigt. Geht doch. Hier, wir bleiben jetzt hier länger. Kannst dich ruhig entspannen. Entspannen. Ja. Wir machen hier erstmal einen Blick in die Rhön. Gut. Da oben ist die Wasserkuppe. Siehst du die Kuppe da? Ja. Höchster Berg? Ja. Wie hoch ist 700? 956. 956. Ja. Und hier ohne die Dörfer da, ne? Also die Häuser. Warte mal, das ist das Giechebachtal. Das hat mir mal so ein alter Opa erzählt hier. Das habe ich auch hier gestanden. Sagt der Junge, weißt du überhaupt, was da, wie das Dorf heißt? Doch, hier Giechebach, sagt er, ne? Oder ja. Das ist das Tal der Liebe. Sag ich, wieso Tal der Liebe? Damals im Griech oder nach dem Griech, da gab es da unten nur Mädchen. Aha. Und das sind die Kerle dahin gewalt. Also, ja, bei uns hat es geheißen, das ist das Dorf der Liebe, 20 Häuser, 40 ja. Liebe. Wow.
Kilometer, wenn das ja nicht fahren. Ja, ich habe jetzt ein paar Mal während dem Fahren die Kamera nach hinten gehalten. Ne? Ich tut mich gar nicht jagen. Das schaffen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wie lange das noch geht. Wir wollen bis zum Ende kommen. Erst der Tourguy und dann er. Schiebt, ne? Ja, ja, klar. Kein Strom mehr. So, da oben ist die Lichtburg. Kommt, man sieht's. Da fahren wir jetzt hin. So, wir haben es jedenfalls geschafft. Alles cool. Das Bäumchen hier ist auch geil, ne? So, das tue ich jetzt gerade noch mal filmen. Das ist hier die Lichtenburg. Wir sind hier auf bayerischem Gebiet. Das ist die Burganlage. Okay. So, das sind die Ruinen. Ein Traum. So, da sind wir jetzt. Hier gibt's was zu essen. Gut. Hier, die, Kawasaki GBX-Fahrer. Du hast, Blödsinn geschwätzt. Ja. Nee, Blödsinn. Nee, hast nicht. Wir kommen jetzt dahin. Genau. Wir kommen jetzt dahin. Jetzt, jetzt komm her, ich muss das jetzt für meinen Lackierer dokumentieren. Also du hast rote Felge. Hörst du mir noch zu? Ja, ich bin da. Du hast rote Felge, so hier wie auf dem T-Shirt. Ein bisschen heller sind sie, wie das. Okay, und er muss jetzt irgendwie so einen Braunton. So einen Braunton. So, wie das T-Shirt. Roschbraun und eventuell auch noch so irgendwie ein bisschen grün mit reinbringen. Ein bisschen grün mit dran. Ja, vielleicht so Linierung oder sowas. Aha. Das ist schon da nicht, die drei Farben. Grün, rot. Okay. Braun, das passt immer. Manfred. Ja. Hallo. Hallo, du lässt mir das T-Shirt da, damit er. Kann ich machen, damit er weiß, was wir überhaupt sprechen. Das T-Shirt. Nein, ich tue es trotzdem nochmal so. Es ist doch gerade dunkel. So, jetzt. Du musst doch mal durch. Ja, so schwer. Ja, das ist geil.
Hier, wenn ich dem das, wenn ich dem Lackierer das Video zeige, der sagt Ruschel. Alles klar, ja. Wo kommen die her? Aus dem fremden Ausland. Ja, immer jetzt hier ganz neu. Es ist da. Es ist da. Kartoffelsalat mit Schnitzel. Was hast du? Salat, Herr? Salat mit Putebrust. Du hast Thüringer Bratwürste. Und du bist auch beim Pudenstreifen. Ja, okay. Dann guten Hunger. Ja. Es geht mit dem Scheiß alles noch weiter. Also, ihr könnt da eigentlich so ein Stück Hähnchenbrust mitnehmen. Zum Zeigen. Rot, rostbraun. Ja. Sag mal, das Rostbraun an, muss man ruhig halten. So, der Lackierer soll die Farbe. Rostbraun. So, das Rostbraun hier. So. Ja. So. Rote Felge. So Hähnchen. Ja, so Hähnchen. Ah, das ist undeutlich. Ah. So, ja, okay. Also, der Lackierer weiß da bestimmt Bescheid, was mit da vorhat. Also, das Schnitzel braucht auf keinen Fall, ne? Ne, das, ist Rost, das ist der Rostbraun. Nee. Okay. Das ist eher so. Hier, ich mache jetzt aus, sonst ist es ausdrücken. Ja. Achtung, wir kommen, wir sind die Helden. Letzten Metern, der Kaliberg noch mal ins Bild. Was ihr bis dahin kriegt. Hier Leute, meine Kondition müsst ihr noch ein bisschen üben, wenn ihr mit mir mithalten wollt. Ihr seid ja teilweise 10 oder 20 Jahre jünger wie ich. Aber ich würde sagen, moin zu ein paar Kniebeuge und abends ein bisschen Runde durch im Garten rumspringen. Dann seid ihr auch fit. Alles klar. Wir sind gleich in der Firma, in der Hexenküche. Da gibt's da auch noch mal. Hier, da ich ein sympathischer Mensch bin, raucht sie das erste Mal. Warte mal. Du
fährst sehr sparsam. Du auch. Aber die anderen zwei da. Sarah, seid ihr da nur am Dreher an dem Hahn da? Ihr habt eindeutig mehr gebraucht, ne, wie wir drei. Die zwei. Eindeutig. Ich glaube, ich bin das Schwerste. Diese ganze blöde Sprüche nützen mir jetzt auch nichts. Und dann will ich gleich noch was sagen. Kondition null. Wenn ihr wieder mal kommen wollt, ein Vierteljahr vorher, morgens Kniebeugen, aus dem Bett geht, dann ein paar Runden übers Haus, dann könnt ihr erst auf die Toilette gehen und dann rennt ihr noch immer ein paar Runden drumherum. So eine halbe Stunde Training. Und dann seid ihr das nächste Mal auch fit, da gibt ihr auch richtig Stoff. Die schönste, geilste Strecke habe ich hier gerade fahren dürfen. Arsch tut euch weh, weil wir auf der Autobahn rumgefahren sind. Ja, das ist nur mal so, wenn dann andere auf die Idee kommen, mit mir hier mitzufahren, so läuft das nicht mehr. Das seit 56, gell? Ja. Die sieht auch gut aus. Das war mein erster eBay-Kauf, wo eBay angefangen hat. Echt? War Katastrophe, die ausgesehen hat. Ja. Ganz aber schlimm. Du hast doch richtig schön zurecht gemacht. Ja. Alles auch original, ne? Du kannst sagen, alles original. Ja, soweit schon. Ja, super. Gefällt mir. Das nehme ich deine Kollegen auch noch mal. Ja. Hey Männer, ihr fahrt jetzt wieder auf der Straße. Da gibt es Verkehrsschilder, Regeln und so weiter. Da haltet ihr euch dran. Limits. Ne? Ist nämlich ja, jetzt, Papa, mach mal. Der Spaß ist nämlich jetzt durch. Jetzt wird es wieder ernst in dem Leben. Und dein BMW, der ist mir heute aufgefallen. Die gefällt mir. Die hat noch gar nicht so viel drauf. Nee. Ja. Die nehme ich jetzt noch ein bisschen mehr auf. Wie lange hast du die schon? 42 Jahre. 42er? Und hab sie seit 40 Jahren. Ja. Dein Guzzi ist noch gar nicht so alt, ne? Nee, die ist noch nicht alt. Sieht aber auch gut aus. Gefällt mir. Ja. So ein Zweizylinder hört sich halt einfach auch geil an. Ja, macht's gut, tschüss! So. Und der, wo da vorne steht, ist die XJ900. Alles klar. Die BMW ist einfach geil. Fahren Sie dahin. Okay. Mit denen hatte ich heute richtig Spaß. Wir haben richtig schön geil Enduro gefahren. War schon cool. Ne? Jetzt stehen sie wieder da. Am Montag kann ich Inspektion machen, kann sie sauber machen. Aber sie haben nicht kaputt gefahren. Finde ich auch gut. Nicht auf die Fresse gefallen, gar nichts. Sind alle wirklich diszipliniert. Die können Motorrad fahren, das wollte ich jetzt damit sagen. So, jetzt habe ich euch aber ganz schön gelobt, ne? Dass ihr Motorrad fahren könnt. Nee, ihr habt wirklich gut gefahren. Alles cool. Hier Leute, ihr wisst ja, bei mir kommen immer interessante Menschen. Das ist der Günther. Tag Günther. Hi. Du hast Rennen gefahren. Ja, auch, ja. Ja. Jetzt will ich mal hier, weil du gerade ein paar Bilder dabei hast, will ich den Leuten mal zeigen, was du schon gefahren hast. Zum Beispiel hier der Zweiventiler Battle of Twin, gell? Ja, genau. Und da hast du die Auspuff da oben hingelegt? Ja. Das sind Lafranconisch oder sowas aus Carbon. Und Langstreckenrennen bist du auch gefahren, gell? Bin ich auch gefahren. Mit dem Apparat. Ja, genau. So ungefähr so zeitgleich hast du auch gleich noch einen Krauser gehabt. Ja. Ihr Leute, seht ihr das? BMW Krauser. Ich weiß nicht, viele haben ja da keine Ahnung mehr davon. Gitterrohrrahmen. Ne? Das sieht noch interessanter aus wie bei Ducati. Und dann hat er die andere Zylinderkopf drauf gehabt. Das war alles die Zeit, bevor der Vierventiler kam. Genau. So, aber da du den Vierventiler ja auch nicht in Ruhe gelassen hast. Nee. Ich fange mal hier an. Ich bin doch da auch immer am Hard und das habt ihr da auch schon mitgekriegt. Da hatte Günther einen Rahmen gebaut. Hey, so ein ganz normaler Rahmen. Hier, weißt du, wo man richtig Gabel reinmachen kann. Weil das ist doch alles scheiße, was der Original ist. Und dann sah das dann so aus. Da bist du auch mit Rennen gefahren. Ja. So sah das aus. Eine normale Telegabel drin, von hat er natürlich hier riesen Bremse drin und die Aluplatte da, das ist extra angefertigt, damit das hinhaut. Und die hast du, wann hast du die gefahren? In den 90er, gell? 95, 96, 97, 98, müsste ich so sagen. Was, bis 98 hast du die gefahren? Ich glaube, ja, 97, 98. Und hier bist du auch mit dem Vierventiler auf? Ja, auf 8 Stunden Nürburgring. Nürburgring. Mhm. Du kommst ja da oben aus der Ecke. Ja. Ich komme aus der Ecke. Gut. Aus Eifel.
Hier, dann tun wir nachher nochmal vergleiche die Rundenseite. Weil ich kam mir dann auch so, ich war ja dann auch so ab, mit der Ducati war ich so ab 4,95 ging es bei mir los. Ja. Und du hast ja auch Dahlheimer Benz gefahren, Flugplatzrennen. Ja. Ah, das hab ich im Kopf. Dahlheimer Benz, Moment, was war denn das? Hatte ich hier Triumph noch oder hatte ich Ducati? 1,02 die Runde. Ich weiß das nicht mehr. Ich habe die ganze Unterlage noch. Ah. Du auch noch? Nee, Teil. War ich, da bin ich nicht viel gefahren, zweimal glaube ich. Und Nürburgring mit den Apparate, jetzt kommt's langsam. Oh, ich weiß nicht mehr, was mit der Ducati und mit der Triumph. Das ist 1,52. Ja, das gönnt ihn auch. Ja, 1,52. Ich meine, das aber meistens habe ich ihn nicht weniger gefahren. Das war immer mal so eine die schnellste Runde. Die habe ich so im Kopf. Ja. Da war der ja noch nicht umgebaut mit dieser Schleife da. Ne? Hier, wir philosophieren jetzt noch ein bisschen und für euch steht das jetzt. Macht's gut. Ja. So, hier läuft jedenfalls die Party. Das schwöre ich euch. In Heinzell. Er ist mein Traum. Den kauft er noch. Ja. Warte mal, das geht noch. Gut, hier haben wir die Packe. What do you hear? Well, I say a blue moon. A blue moon. A blue moon. Keep on shining bright. Oh, you keep on shining bright. Bring me back, my baby, tonight. Wild, 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 wild night.
an der Theke. Ja. Versteht sich. Aus der Menge, ja genau. Greatest gal I've ever had, never happy lad, she's mad. I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean as me. Das nächste Treffen? Maxe! In Gürzel. Das will werden. Gott. So, er hat halt mal das Schlüssel stecken lassen, ne? Wenn da mal nicht einer mit wegfährt. Mit dem Popo. Gute. Sind Filme lazy? Ja, ich habe wieder gerade die Kamera an. Sonst alles cool. Jo, so weit. Ja, super. Klar. Yes, howdy. Vielen Dank. So, jetzt ist mal gerade die Musik, macht eine Pause. Jetzt laufe ich immer ein paar Meter weiter. Das sind so die Autos. Das kannst du ja gar nicht alle filmen, das ist ja alles viel zu viel. Was hier los ist in den Heinzell, das ist der Wahnsinn. Gut. Hier, sowas kenne ich noch. Ach, ein Renault R4. Das ist ja auch ein Traum. Und dann steht gleich wieder ein paar Ami-Schlitter daneben. Da kommt einem das ja vor wie eine Hasekist. Aber hier, mit der Lenkradschaltung, das kennen ja viele gar nicht mehr. Das ist schon geil. Und die Bulldog-Fahrer und Fahrerinnen sind entspannt, wie das aussieht. Yes. Hier ist schon cool. Guck mal, wie weit das geht. Ich komme ja gar nicht überall. Ich komme ja gar nicht überall durch. Hier ein Opel. Boah. Wahnsinn. Hier ein alter Volvo. Guten Tag, der Hanomag. Oh, yeah, guck dir mal. Die Ami-Kiste, gut, die sind bei mir nicht zum Programm. Aber das war nochmal Traumwagen. Hammer, geil. Hammer, geil. Der Mercedes, der läuft wie ein neuer. Ist alles klar, ne? Gut, das ist die Hauptsache. So, die Bulldogs, die MA1, in Deutsch ist auch noch dazwischen. Das ist der Wahnsinn. Da hinten geht es weiter. Ich habe nicht mehr so viel Strom drauf, ich komme nicht überall durch. Guckt mal, der VW-Bus. Ach Gott. Hier ein MG. Der ist so aus den späten 40er Jahre normalerweise. Soweit ich mich da. Guck mal hier, da ist noch richtig Lenkrad drin. Und die Armaturen. Geil. Einfach Hammer geil. So eine hatte ich auch mal. Ein Wahnsinn. Cool. Ja, der ist schon wieder moderner. Aber im Endeffekt ist er ja heute auch schon immer modern, aber ein riesen Motor, ne? Da kann man noch reingucken und kann auch noch dran schrauben. Ich hab's davor, aber es macht nichts, ich nehme die Wohnware trotzdem auf. Naja, macht doch nichts, alles cool. Geil. Das Mädchen will man sich gleich da reinlegen. Ich kann da dran auch schlafen. Hammer. Nee, warte mal, dein Mädchen habe ich mit deinem, da ist sie ja. Mit deinem Mädchen habe ich schon zum Wolkal gehalten, aber dich habe ich noch nicht gesehen. Wo treibst du dich überall rum? Ja, überall. Der BMW hast du ja richtig schön geputzt. Ja,
Ja, was denkst du? Ja, ein paar blöde Sprüche muss es immer sein. Ja, was willst du trinken? Was du machen, oder? Ich habe einen noch. Weiße, oder? Ja, aber der ist älter. Ja, meiner ist 77, der müsste 60 Jahre sein. Bartop hat er jetzt Hobby gekriegt, gell? Echt? Von dir, ja? Von mir nicht. Doch. Nein, ich hab keins. Bartop hat er. Der ist nicht von mir. Von Sido? Ja. Ah, hier, das ist ein richtig englisches Auto noch. Mit den Armaturen. Das ist einfach geil. Yes. Der ist noch der ältere. Meiner ist ja nicht so alt. Der hat hier nochmal die Rücklichter, die sind hammergeil. Gut. Ein Traum. Du hast ja auch einen richtig gepflegten Mercedes. Ja. Zweirad-Aktivist. Ja, das macht doch nichts. Das reden wir mal hier über dein Mercedes. Gibt's noch viel zu reden, Stefan. Nee, aber du hast ja ein Schildchen drauf geklebt. Wie zu verkaufen? Was ist jetzt los? Ja, ich habe noch ein paar andere. Ach, du hast noch mehr? Ich habe noch ein paar andere. Platzproblem. Ja. Wie immer. Immer dasselbe. Guck mal, der ist gar nicht teuer. Nee. Warum ist der nicht teuer? Ja, weil. Der steht aber doch. Weil ich da keinen abzocken will damit, ne? Ja, aber das ist alles top. Das kann ich gar nicht filmen, alles. Ein richtig ehrliches Auto. Ja. Und das kann man auch zum ehrlichen Preis abgeben. Gut, warte mal, ich will nochmal. Die Telefonnummer von dir steht drauf. Alles dabei. Ihr Leute, wenn ihr Interesse habt, da steht die Telefonnummer von ihm. Einwandfrei. Ja. Okay. Schön. Ich würde mich freuen. Bitteschön. Gut. Hier ist richtig was los. Ich krieg nicht alles drauf. Es klappt nicht. Hier ist ja mal wieder was richtig Geiles. 650er PSA. Mit einem Vergaser. Und er kommt aus dem Kreis Fulda. Cool, hier steht blitzeblank da, ein Traum. Das ist meine, die geht hier komplett unter. Die Florenz und die DKW wird gestartet. Über diesen Menschen leer. Mahlzeit. Ihre Maschinen, Bidua, Bidua. Sind alles, was sie haben, Bidua, Bidua. Mit dem schwarzen Leder, das sie tragen. Halb stark, oh Baby, Baby, halb stark. Baby, Baby, halb stark. Die sind lauter Halbstark. Halb stark nennt man ihn. Oh, 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 halb stark. Oh Baby, Baby, halb stark. Baby, Baby, halb stark. Halbstark nennt man sie. Geht es euch schlecht? Wem geht's ein bisschen schlecht heute? Bisschen. So leicht hier, so ein bisschen da. Ich glaube, keinem geht's schlecht hier. Also, wir haben was für euch, und das heißt Rock Therapy. Kommt nach vorne. Da kommt die Rock Therapy. Well, I don't need a doctor, I don't need a pill. Any other treatment, babe, will only make me ill. I need a rock therapy. Give me that. Hier, ich habe immer viel Strom drauf. Ja, das ist auch gut so. Rock'n'Roll, Rollsplitz, Leute, das sind die ich schon ein paar Mal auf YouTube hatte. Da sind ihr, ich muss euch zeigen. Da sind sie. Ja, yes, du hast doch so ein T-Shirt an. Ein Traum. Guck mal hier. It's only rock and roll. Geil. Leute, den kennt ihr auch. Das ist der Tommy. Der hat mittlerweile macht der alte Harleys. Und er hier, der Harald. Dein Junge am Bass, das war doch früher dein Part, ne? Ja, und das ist der Felix, sein Sohn. Und bei dir auch guten Tag. Ne? Du bist immer noch live dabei, gell? Super. Du auch schon mal. Dich kenne ich nicht, du bist jetzt erst neu zugelaufen. Auch schon ein paar Jahre. Okay. Okay.
Wieso will er die? Das habe ich nicht drauf. Du siehst doch schön aus. Die Kolben auf dem Öl zum Kohl. Da wird die Kamera gestartet. Ja, wunderbar. Wie schön ruhig die läuft. Ich könnte jetzt keine richtige starten, sonst würde ich auf dem Hängerrad hinfahren. Du machst hier mal ein bisschen vernünftig, ne? Einmal in deinem Leben. Hä? Du sollst mal hier vernünftig sein. So Leute, geht weiter hier, wenn der Harry seine Kamera mal aufgerubbt hat. Wir zwei sind uns einig, ne? Unbedingt so. Motorbiene. Yes. Spielst du auch mal Motorbiene? Das kann nur der Harald Oberhell. Das kannst du auch. Der Harald Oberhell, der kann nur Motorbiene singen. Das ist der Einzige. Der will aber heute nicht singen, glaube ich. Doch, der ist da, inkognito. Gesehen haben wir schon. Er hat sich inkognito und das Volk gemischt. Okay. Aber wir spielen einen Song von uns selbst, der heißt Frozen Desert Dust. Okay. Jeder von euch, spende mal bitte für den kaputten Verstärker, der eben gerade kaputt geht. Alter. Hier vorne rein, seid ihr zu geizig. Wir haben noch, hier ist er, wir haben noch den alten Knebelvertrag von 5 Jahren, aber es wird immer teurer. Deswegen, wir sind zwar froh hier zu sein, auch wenn du euch an den Arsch packst, kannst du es jetzt auch nicht ändern, dass ich das jetzt sage. Ihr müsst hier noch was reinwerfen, Leute. Das ist der Volker, das ist unser Stern. Ja, grüß dich erstmal. Herzlich willkommen hier in Hatzell am Oldtimer-Treffen. Ich habe den Guido hier bis 16 Uhr gebucht, aber ich denke, wir lassen den nicht so schnell hier von der Bühne. Ich denke, die machen bestimmt noch mal ein Stündchen länger. Mussten wir mit ihm in die Verhandlung gehen. Ich denke, euch gefällt es genauso gut wie uns. Super Wetter, tolle Veranstaltung, viele schöne Fahrzeuge, Motorräder, Traktoren, Busse, Tod und Teufel. Und ja, habt Spaß, trinkt noch ein Bierchen, lasst es euch gefallen. Bis dahin, ciao. Max, wo hast du dich eigentlich die ganze Zeit rum? Immer Abgas oder was? So kenne ich dich. Hallo? Muss aufnehmen. Zugabe! Ihr müsst lauter brüllen! Zugabe! Zugabe! Ja. Zugabe! Und was hast du da? Zugabe! Rock'n'Roll ist geil, oder? Zugabe, aber ja, Rock'n'Roll ist geil, super, ja. Einmal frei. Zugabe! Das geht dann alles nicht, weißt du? Nein, lass doch nicht. Ihr werdet es nicht dann verpflichtet werden und in Moskau, die uns alle kennen. In Moskau kennen die euch nicht. Die kommen nur die Hälfte. Ah, ja, da geht's ja, da geht's ja. Aber hier, es war schön, euch hier heute gesehen zu haben. Ja. Ich habe mich richtig gefreut. Ganz unverschämt. Okay. Ja, dann danke, ihr kommt dann auf YouTube. Nächste Woche seid auf meinem Kanal. Echt jetzt? Yes. Nachher kann ich mir noch angeboten. Ja, hat er passiert, weil euch zwei könnte ich mir das vorstellen. Ja, ja, ja. Sollten wir uns vielleicht lieber mal umdrehen, wenn wir uns so von Angesicht zu Angesicht sehen? Jetzt halt nur uns zwei umgedreht. Das muss ich jetzt ja sagen. Das meine ich ehrlich, ich bin nämlich kein Lügebeutel. Danke, das ist richtig. Ich rate jetzt aus, was wird das so viel? Genügend Freunde kennen wir genug. Sonst nehmen es nicht noch mehr auf und näher in euch. Hab ich schon mal gemacht. Alles gut. So, Herkules wird gestartet. Gut, das läuft auch hier alles. Genau, alles ist hier aktiv. Well, I rock over Italy, I rock over Spain, I rock in Memphis, it's all the same. I rock over Africa, roll on a ship,
Well, see them cats do an odd looking skip. I thought it's a reach. I looked over the swamp. I see them cats do the U-bangy stomp. U-bangy stomp, ready roll. Beach and a stomp that you have ever told. U-bangy stomp, U-bangy's wild. When it hits, it try them U-bangy's wild. Yes, I'm a pawn. Damals noch in Kalifornien am Strand. Yeah! Well, I rock over Italy, I rock over Spain. I rock in Memphis, it's all the same. I rock over Africa, rolling on a ship. Well, see them cats do an odd-looking skip. I parted to Greece, I looked over the swamp. Cats to the U-bangy stomp. U-bangy stomp, it's a reggae roll. Beats and a stomp that you ever been told. U-bangy stomp, U-bangy is wild. When it hits, it try them. U-bangy. All right, rock and roll, Leute. Danke, DJ Gerd aus der Mütze. Rock'n'Roll, also macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt Frantic Boogie Z, dreht durch in Heinzel. Einwandfrei. Das war doch mal ein richtiger Spaß heute. Der ist ein schöner Bulldog-Motor, der ist halt undicht. Gehen wir den mal auseinander. Ja, da gucken wir hier oben mal rein. Das sind halt die Nockewelle. Das kommt jetzt alles raus. Falsche Schöne los. Die war schon mal ganz los. Alles andere war fest. Und die ist abgerissen. Das ist schon wieder richtig geil. Das macht mir wieder richtig Spaß. Nur mal so vorweg. Die Kühlrippe, die ist schon weg. Das war ich jedenfalls nicht. Telefon. Jetzt sein muss. Das erste Mal auf die Kolbe. Ganz normale Ölkohle. Da unten der auch. Der auch. Der hier. Da ist keine weitere Ölkohle drauf. Das deutet darauf hin, dass da vielleicht die Ventile undicht sind. Man weiß es nicht. Ja, so richtig so aussehen tut es auch nicht. Gut, müssen wir halt prüfen. Alles klar. Hier hatte sie schon mal ausgebappt mit irgendwie Dichtungsmasse, das war wohl nichts. Das könnte es gewesen sein, weil der Kopf war wohl schon mal ohne, weil er nämlich hier eine Kühlrippe abgebrochen ist. Das ist das hier schon für den Buchstern. Das ist jetzt bei mir jetzt eigentlich nicht passiert. Ah. Gut. Gut. Kindergeburtstag. Ah, das wird gut. Mit der BMW, das läuft bei dir, gell? Ich bin Fan jetzt. Du bist BMW-Fan?
das höre ich gerne. Speziell die Fairventiler. Ja, nur die. Ja, nur die. Die anderen sind ja Kindergeburtstag. Ja. Und er ist Fan. Dirk, bist du auch Fan? Du hast auch so ein Ding da hinten gerade in der Hand. Ich liebe die Dinger. Du liebst sie auch und ich bin der größte Fan davon. Yes. Wir werden noch BMW-Spezialspezialisten. Wir sind voller Überraschungen, die Dinger. Ja. Immer wieder ein Abenteuer. Und da haben wir ja richtig Spaß dran, weil wir lieben Abenteuer, weil Reifewechsel und Ölwechselware, das ist ja, das können die anderen machen. Ne? Dirk, wir schneiden die Hexe ab. Du machst du holst wieder 50 Meter Kabel raus aus dem Ding, was wir da brauchen. Und der Kupfer, der Kurs ist hoch, da kriegen wir richtig Geld für. Stimmt, ja. Das ist, Kabel kann ich auf meiner Baustelle brauchen. Ja. Was willst du auf der Baustelle mit der Kabel? Jetzt kommt der wieder an, weißt du? Ich will nicht weggeschmissen, ich will es verkaufen, Schrotthändler. Da gibt es doch auch nichts. Komm. Kupfer, da gibt es mindestens mal dafür eine ganze Kasse Bierwasser rauskommt. Die Hinsteller mit Schälen. Hast du auch keine Zeit dazu? Hier die Stifte aus dem Dorf. Ich mache jetzt aus, es geht gerade wieder extrem. Quatsch. Dirk widerspricht wieder, wie üblich. Nett, aber. Na, ob ich das jetzt filmen kann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Hier wird jetzt erstmal geprüft, ob der Kopfplan ist. Ich habe ja schon mal geguckt. Das sieht alles gut aus. Na gut, so sieht man das nicht. Ist klar, aber das ist ein Ordnung. Machen wir mal den Test, ob die Ventile durch sind. Ich will jetzt nicht alles zeigen, aber nochmal so. Dann bläst mir hinten mit Luft rein. Das sieht gut aus. Ja. Seht ihr das? Da tut es gleich. Da greift ein bisschen Blase, aber das ist nicht viel. Ja, da auch. Gut, die andere Seite nochmal prüfe, so wird das geprüft. Alfred, hast du heute Motorrad gefahren? Kein Meter. Alter, ich bin heute gefahren mit der Ducati. Ich habe aber dann irgendwann abgebrochen. Es hat angefangen zu regnen. Mhm. Da habe ich schon gemerkt, ich bin zu spät. Weil was da draußen so rumfährt, ne? Man wird uns auch mal so passieren, wir sind ja noch jugendlich. Aber hier... Da fahren größere Räder mit den Autos rum, ne? Ist gerade sonntags. Ja, und ich sehe nichts. Ich habe die dann ganz vorsichtig überholt, bin dann wirklich ganz vorsichtig vorbeigefahren. Du denkst so, hoffentlich kann die überhaupt noch richtig einlenken. Bricht ja die Kurve. Ja, das ist schon gefährlich. Da habe ich mir dann auch so belegt, denke ich, weißt du was, Arschlecken, mach's Richtung Heimat, hat er dann noch angefangen zu rechnen und da habe ich alles richtig gemacht. Du bist gerade gefahren. Ich wollte eigentlich fahren. Heute Nachmittag und ja. Dann saß man mal draußen, dann fing es an und regnet, denke ich, egal, okay. Fertig mit Fahren. Ja gut, jetzt bin ich aber immer noch so aufgeregt gewesen, weil es war ja erst, und habe ich mich dann hier in meinen Event-Cowboy da reingesetzt, habe ich noch runtergetreten, jetzt bin ich halt bei dir. Gute Idee. Ja. Und die Katrin, die ist oben und die macht spekuliert. Macht gerade ihr Schläfchen. Okay, also mir zwei sind hier, die Katrin, ihr Auto. Ich finde es jetzt, hätte ich alles gegessen. Alfred, dann. Ich habe hier nur 2 Meter bis dahin, also nur über die Straße. Da wohne ich da. Steinwurf. Ja, macht's gut. So, Leute, mir ist gar nicht zum Lachen, weil da gibt es nämlich ein paar. Das sage ich jetzt erstmal. Ich habe hier vom Wochenrückblick den Film hochgeladen: Rock'n'Roll. Habe 3 Minuten erklärt, dass ich jetzt hier wirklich nur Rock'n'Roll drauf habe, dass mir auf der Klassikveranstaltung machen, das sieht man ja vorher, Plakat angeblendet, wie gesagt, 3 Minuten habe ich erklärt, hier geht es nicht um Fahrzeuge und so weiter, es geht nur um Rock'n'Roll. Und diese Jungs, die sind auf diesem Nachmittagskonzert auf dem Sportplatz, die sind wirklich gut. Aber manch einer... Ich reg mich ja immer mal auf, gerne. Aber manch einer, die hört, die sind nur am Scrollen, glaube ich. Die kriegen überhaupt nicht mit, was überhaupt im Vorwort gesagt wird. Und dass diese blöden Kommentare, einer habe ich schon gelöscht, der war mir zu doof. Wenn ich was mache, da kann man ja wenigstens mal zuhören. Aber wenn man nur am Scrollen ist, mit der BMW, das läuft bei dir, gell? Fan du bist BMW-Fan, das höre ich gerne. Speziell die Fairventiler. Ja, nur die. Die anderen sind ja Kindergeburtstag. Ja. Und er ist Fan. Dirk,
Bist du auch Fan? Du hast auch so ein Ding da hinten gerade in der Hand. Ich liebe die Dinger. Du liebst sie auch und ich bin der größte Fan davon. Yes! Wir werden noch BMW-Spezialspezialisten. Wir sind voller Überraschungen, die Dinger. Ja! Immer wieder ein Abenteuer. Und da haben wir richtig Spaß dran, weil wir lieben Abenteuer, weil Reifewechsel und Ölwechsel machen, das ist ja. Das können die anderen machen. Ne? Dirk, wir schneiden die Hexe ab. Du machst du holst wieder 50 Meter Kabel raus aus dem Ding, was wir da brauchen. Und der Kupfer, der Kurs ist hoch, da kriegen wir richtig Geld für. Stimmt, ja. Das ist Kabel kann ich auf meine Baustelle bauen. Ja. Was willst du auf der Baustelle mit der Kabel? Jetzt kommt der wieder an, weißt du? Ich will verkaufen, Schrotthändler. Da gibt's doch auch nichts. Komm. Kupfer, da gibt's mindestens mal dafür eine ganze Kasse Bier, was da rauskommt. Die Hinsteller mit Schälen. Hast du auch keine Zeit dazu? Hier die Stifte aus dem Dorf. Ich mache jetzt aus, es geht gerade wieder extrem. Dirk widerspricht wieder, wie üblich. Nett, aber. Machen wir mal den Test, ob die Ventile durch sind. Ich will jetzt nicht alles zeigen, aber nochmal so. Dann bläst mir hin mit Luft rein. Das sieht gut aus. Ja, seht ihr das? Da tut sie gleich. Da greift ein bisschen Blase, aber das ist nicht viel. Ja, da auch. Gut, die andere Seite nochmal prüfen. So wird das geprüft. So, mein Freund, du hast deine eigene Werkzeugkiste mitgebracht. Ja. Das ist gut. Ja, da finde ich auch mal Werkzeug drin. Hundertprozentig, so habe ich das gern. Die meisten bringen nämlich nichts mit, verstehst du? Genau, und wühle deine Kiste. Und wühle meine rum, mach alles durcheinander. Ja. So, hier haben wir schon Vorgearbeit. Wir haben vorne das Schutzblech dran gemacht. Da unten das Zwischenrohr haben wir auch schon mal runter gemacht. Der Dirk hat schon mal so angepasst, ob das mit dem Auspuff so wird, weiß ich auch noch nicht. Sitzbankplatte. Rahmenheck gekürzt, du hast gesagt, du wolltest das richtig kurz haben? Ja, genau, so kurz wie es geht. Gefällt das so? Ja, super. Gut. Und hinten hat er schon einen Nummerschildhalter hingemacht. Was ist der? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Hast du gar nicht gesehen? Nee. Ja, hier, da ist ja, er. Ja, der ist so dezent, schön. Gut, und da unten ist die Batterie drin, beziehungsweise ist keine drin, aber der Batteriekasten mit Deckel. So, und jetzt zerlegst du den Apparat. Genau. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Ja, den werde ich haben. Okay. Und dann du mal alles überarbeitet, jede Schraube. Wird lustig. Ja. Gut, das ist die Hauptsache. Sag mal, so haben wir das gerne mit unseren Kunden. Ja, ist wunderbar. Dass du das allen mache, ja? Ja. Das ist doch schön gemacht. Was sind das für Würste? Die kommen hier aus dem Gießener Raum oder was? Ja. Gut. Spezialmetzger. Also keine Rhönwürste diesmal. Nicht diesmal, nein. Tut mir leid. Diesmal musste. Tristan, die Würste sind fertig. Gut. Für die Seitentafel für die GTX. Hat das jetzt schon dran gemacht, habe ich noch gar nicht gesehen. So in der Art wird das. Jo, ich denke mal, das sieht doch ganz gut aus. Okay. Du musst gar nicht so probieren, du kriegst den alleine raus. Das ist nämlich ein Viech. Und das sind nämlich wieder Tricks in irgendeiner Form. Ich hab's aber vergessen, wie das ist. Müssen wir halt gucken. Ernst. Der ist ganz eng irgendwie, glaube ich. Ja. Ich halte es mir dort fest. Wahrscheinlich unten. Ja. Vielleicht muss ich ein Stück runter und ein Stück hoch. Und vorne haben wir auch noch Luft, ne? Vielleicht auch weg nach vorne. Ja. Ja, das ist jetzt aber nicht du, jetzt mal ausmachen. Eine Fachwerkstatt, was du hier dabei hast. Ne? Du machst jetzt schon den ganzen Tag hier rum. Der Motor hängt immer noch da, wie so ein Pixiebel. Spiel nicht raus! Riss nicht raus! Du hast gesagt, du wärst ein starker Mann! Ja, aber der ist doch schon schwer, gell? Ja. Ja, ich weiß ja auch nicht. Scheißding. Der fliegt heute noch. Wir machen erst Feierabend, wenn der draußen ist. Ja, sowieso. Okay, da haben wir das auch geklärt. Aber jetzt sind wir doch schon mal ein ganz Stück weiter. Jetzt fliegt's um, ja? Jetzt fliegt's um, es ist nichts mehr drauf. Jetzt können wir sehen, dass wir den Scheiß rauskriegen hier. Ah. Gut. So, du hast jetzt den Trick rausgefunden, gell? Ja. Erzähl, was? Hey, oben hoch und dann so rausdrehen. Ja. Na, hau die Scheiße weg jetzt, damit es endlich raus ist.
Ah, geil! So, das war's. So, Leute, wir sind Luftpumpe. Gut, das Öl läuft auch noch ein bisschen. Die Scheiße haben mir zwei. Ganz alleine, oder? Der andere hat den Kopfhörer auf, der hört überhaupt nichts. Der will heute nichts hören. Ja, der ist morgen wohl. Guten Tag, was willst du vorführen? Speichenräder will ich vorführen. Ach, die 400er. Die legendäre Gehhilfe. Die halbe Schub haben wir drauf. Die war schon einmal da, ja? Ja. Aber inzwischen hat sie andere Schuhe gekriegt. Seh's. Ist das schick oder ist das schick? Nee. Bitte sag, dass es schick ist. Ich liebe dich. Dankeschön. Bitte schön. Ja. Jetzt muss er mal ein bisschen Lack geben und mal putzen. Der nächste Winter kommt. Der nächste Winter kommt. Vor Winter wird nicht geputzt. Okay. Vor Winter wird gefahren. Ich mache jetzt aus, was hast du da für Schwinge drin? Original. Ja, das sah jetzt nur so aus. Halt bloß richtig gebuchst. Was sind das jetzt für Räder? Hinterrad ist 400 vor und Vorderrad ist 250 RS. Wo kriegst du denn so Räder noch her? Bei der Bucht. Beim Hin musste ich nur das Kettenblatt ändern. Ja. Da hat die Teilung für die Kette nicht gestimmt und vorne die Bremsscheibe. Ansonsten ist alles Plug and Play. Okay, ich mach aus. Mach aus. Haben wir jetzt mal einen Betriebsausflug oder wie soll das jetzt hier aussehen? Ja, also. Wir müssen noch tanken. Scheiße. 10 Euro, wie viel Liter? 5. Gut, 5 Liter. So, mit drehende Feierabendrunde. Mal sehen, ob es ins Bild kriegt. Das sind alles Mitarbeiter. Okay. Ja, das sind so die Aussiedlerhöfe bei uns. Da fährt man schön vernünftig vorbei. So. Jetzt hatte ich die Kamera nicht an. Jetzt wollte ich euch zeigen, wie das bei uns ist, wenn man so durch die Aussiedlerhöfe fährt. Die Hundebälle, die passen halt auf. Und ich mache jetzt auch die Kamera aus, weil das ist so eine Feierabendtour. Ja, nochmal, ist so eine Feierabendtour. Wir haben jetzt die Schnauze voll. Und machen wir eine kleine Entspannungsfahrt. Okay. Und? Schweinegeil. Geil. Gut. Hier gibt's was zu trinken. Gut. Erstmal hübsch, die Kameras an. Wir hätten gern in deiner alkoholisierten Kneipe alkoholfreies Bier. Geht das? So siehst du gerade aus. Deine dumme Sprüche immer her. Weißt du? Du weißt es selber, ich trinke eigentlich immer alkoholfrei. Nur, wir haben ja. In der Werkstatt ist auch nur alkoholfrei. Ja. Speziell beim Fahren. Wir sind nämlich mit dem Motorrad da. Da darf man doch gar nicht, oder? Nee, machen wir auch nicht. 0-0. Aus. Gut. Jetzt waren wir hier drin, ne? In dieser Gaststätte. Und da kann man doch nicht sagen, dass es einfach so Wirtshausgespräche sind. Wir haben doch wirklich tiefgreifende geistige Gespräche geführt, oder? Richtig, ja. Ne, oder? So kann man das sehen, ja. Genau. Und jetzt fahren wir auch wieder heim. Wir haben jetzt alkoholfreies Bier getrunken, 2 Stück. Und jetzt fahren wir mit denen Geschütze. Wir jetzt wieder heim. Genau. Und sind glücklich. Ja, auf jeden Gut. Fall, ja. Ja. Leute, das ist Freiheit, was wir eben gerade wieder waren. Einfach geil. So, das war doch wieder mal ein schöner Betriebsausflug, ne? Definitiv, ja. Zum Glück haben wir denn alles gefilmt. So, der erste Startversuch. Haut hin. So läuft's.
das jetzt mal hier so fotografieren. Wir haben jetzt 11:30 auf der Pumpe, 7 Uhr, weil heute gibt es nämlich Spezial. Jetzt ist er weg. Na gut, das haben wir jetzt sauber gemacht und alles. Das kommt dann zum Sandstrahler und so weiter. Ein Messer habe ich. Mach mal den Deckel auf. Ich will dir den Leuten zeigen, was du machst. Okay. Wir grillen mit Hightech. Mit Hightech, was ist das? Tja. Sag du, was es ist. Rollbraten. Rollbraten. Zwiebelrollbraten. Und der braucht aber jetzt ein bisschen länger wie normale Bratwürste. Ja, ein bisschen. Was schätze? Zweieinhalb. Stunden. Wir haben 11:30, habe ich gerade geguckt. Ja, wird schon was. 11:30, 13:30, 14:30, da wird es ja 2 Uhr. Du solltest du früher anfangen, hatte ich dir extra gesagt, aber nee. Ich hab's verwundet. Hör's nicht. Ich zeige euch auch, warum man nicht gehört hat. Er war nämlich im Fieber, mit dem Ding nicht, aber was anderes. Keine Ahnung hat. Hat er hier da rumgeeiert. Die wollte die Bremskolbe rausmachen mit der Zange. Die sind natürlich fest. Klappt dadurch nicht. Da muss ich jetzt wieder dran. Mann. Hätte sich doch um den Rollbraten kümmern können. Ja. Kaffeeräser, würde ich sagen. Alles wird gut. Schade, dass das halt die Kamera kein Geruchskamera hat. Das stimmt. Das riecht so lecker. Jetzt riechst es. Riechst es. Oh, der kriegt langsam ab. Geil, du bist der Geilste. Ja, sowieso. Wie hier alle einlaufen, habe ich keinen Bock drauf. Ich will jetzt den Leuten zeigen, was du gemacht hast. Wir haben Hunger. Dirk ist die ganze Scheibe drauf. Ja. Yes. Na ja, der Dirk, der braucht auch ein bisschen mehr. Ja, und ich hab's Christian. Wie sieht das bei dir aus? Kartoffelsalat hab ich besorgt und Nudeln. Ja, das ist ein Traum. Perfekt. Ja. Die anderen, die sind alles noch am Telefonieren und schaffen was weiß ich. Ja. Können wir am Arsch lecken. Ja. Gut. Der gibt mir jetzt den Rest. Wahnsinn. Naja, die haben wir noch ein bisschen geflext. Das ist alles bereit für den Sandstrahler. Der nervt da drin. Geh jetzt mal raus. So, Sami, falls du guckst, Tippstempel haben wir drauf. Ich bin doch heute schon mitgefahren. Die zwei Vergaser sind die Leerlaufdüse dicht. Kein Standgas, habe ich schon gecheckt. Hängt nur an der Leerlaufdüse, sind dicht. Scheiße. Ein halbes Jahr gestanden oder dreiviertel Jahr. Schon scheiße. Das Triebwerk ist auch soweit fertig. Also sauber. Fertig ist noch gar nichts. Das ist noch viel Weg. So, hier war der TÜV heute da. Heckänderung. Eingetragen. Und die Startflex-Bremsleitungen. Vorne müssen wir noch ein Schutzblech machen, aber das ist ja kein TÜV-relevantes Teil. Und dann wird sie lackiert. Das gibt einen Spaß, wenn ich dem Lackierer sage, was der haben will. Okay. Das Wochenende naht. Kopf habe ich drauf gemacht. Das ist alles soweit gut. Was ich jetzt noch machen muss, ich habe jetzt den Deckel nur draufgelegt, damit es nicht reinregnet. Ventile noch einstelle. War eine abgerissene Schraube da. Ne? Hier ist sie, glaube ich. Ja. Okay, jetzt haben wir alles ausgebohrt. Das läuft. Die BMW, ne, Guido, hast du gesehen, geht. Dirk sei schon. Tristan hat heute wieder einen neuen Trick rausgestellt, weil man hat doch hier die Orange von Frankfurt. Da ging der Drehzahlmesser nicht. Das ist hier auch so ein ähnlich oder ist dasselbe, weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber der Tristan, alter Kabelfuchs, hat's rausgekriegt. Bei der Hure. Die wurde mal umgebaut auf 13 Volt. Jetzt haben wir neue Regler drin und was weiß ich alles hier. Auf jeden Fall, es geht nicht. Jetzt haben wir hier mal den Deckel abgemacht von der Lichtmaschine. Sollte alles in Ordnung sein, angeblich. Guckt euch die Scheiße an. Also kann man das überhaupt... Das ist, glaube ich, schon zu dunkel. Egal. Alles Scheiße. Alles scheiße. Tja, dauert halt, ne? Es geht nicht alles einfach so. Katastrophe. Ist nicht vielleicht schon ein paar
So ein paar alte YouTuber, die können sich noch erinnern. Das Ding haben wir mal gemacht. Die 75-6. Die war jetzt heute nur da zum TÜV. Das ist jetzt auch alles gut. Also nur TÜV, war jetzt nur mal 2er TÜV. Mach ich noch einen Ölwechsel und dann ist alles gut. Hier, ich mache jetzt den Wochenrückblick fertig. Wir haben heute noch schönes Wetter. Da ihr zwei ja nur noch da seid, die andere Luftpumpe sind ja alle abgehauen. Ich glaube, der eine tut weiter pussieren, der andere, glaube ich, baut noch an seiner Hall rum. Der hat ja schon pussiert. Also wir drei sind jetzt übrig. Hast du denn der YouTuber was zu sagen? Da musst du was sagen. Bleib mal heute daheim. Die kennen dich doch auch alle. Ja, bleib mal heute daheim, soll schlecht Wetter gehen. Moje. Moped fahren wird auch nichts. Moped fahren wird nicht. Moje soll es stark regnen mit Gewitter geben, auch Acht geben. Aber es gibt auch einen Sonntag. Ja, dann. Hier, die sind es gibt erst mal einen Samstag. Ja, die sind nicht positiv. Die denken jetzt an schlechtes Wetter. Ich sage euch, die Sonne kommt und wird auf Vollgas an den Lenker festhalten und dann auf die Fresse fallen. Das ist so scheiße. Meistens tut's weh. Seid ihr auch schon mal auf die Fresse gefallen? Nein, mehrfach. Du! Der ist nämlich Rennboot-Rennfahrer. Ich habe es gesehen in deinem Film, wo du mir gezeigt hast, du hast das Ding schon mal komplett zerlegt. Jawohl, ja. Stimmt. Und der aber macht auf der Straße. Nee, auf der Straße, nicht, halt auf dem Wasser. Aber der macht den geilste Rollbraten der Welt, habt ihr gesehen im Film. Ne? Das ist nämlich der Typ da. Ja. Gut, hier Leute, macht's gut. Und tschüss. Viel Spaß. Ja. Tschö. Schönes Wochenende. Ich werde jetzt hier ein paar Naturereignisse. Ja. Oh, hinter meinem Kirschbaum, der ist ganz schön am Schütteln hier. Gut. Hoffentlich nicht. Was denn? Die Wolke? Ja, guck dir das mal an, wie das da oben aussieht. Also ganz klar bist du recht, habe ich schon. Ja, ich glaube schon. Von einer Minute auf die andere, du. Ich glaube, es rechnet irgendwann. Cool. Aber es sieht gut aus, es ist noch warm, ne? Und in Mittelkalbach gibt es noch keinen Tropfen Regen. Und da hinten oben Kalbach scheint die Sonne, glaube ich. Katastrophe. Ja, aber eben war der Sturm noch viel schlimmer. Es ist schon wieder ein bisschen weniger gewesen. Aber die guckt mal da oben. Hier ist schon Action. So, jetzt nehme ich das doch noch auf. Ich weiß nicht, ob es doch. Hört ihr es? Regen. Der Kollege hat recht gehabt. Es gibt Sollwetter. Und stürmisch ist es auch gleich. Ich meine, jetzt eben gerade ist es nicht so, aber das ist hier Katastrophe. Die Welt geht unter und die Honda bleibt draußen. Gut. Die könnt ihr übrigens haben für ein Kastenbier. Nur mal so, CB 250, alles gut. Ja.